Raucht das hier oder kommt. Es raucht. What the What the fuck? fuck? Ah. Brennt's bei Was ist denn jetzt los? Brennt's bei dir? Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge City War Beyond. Und mit dabei ist heute wieder der Chris und der Dom, aber nur akustisch. Hallo. Hallo. Hallöle. So, jetzt haben wir auch wieder das richtige Texture Pack drin. Ihr seht schon, dezenter Unterschied. Okay, wir gehen mal. Nein, das sehe ich nicht. Nein, die sieht das nicht. Mach Bildschirm. Wir müssen warten, bis wir sehen. Ja. Oh, wer hat das Ding von Drachenkralle abgebaut? Ach so, ja, das war ich gewesen. Oh, ich wollte den Schädel nämlich neben dran setzen und auf einmal war da alles rausgeploppt und ich denke mir, what the. Ah. Das sah aus, als wäre das einfach auf so einen Zaun gepappt worden. Ach so, deswegen. Nein. Wie viel Erde hat er? Der hat sich eh nur Erde dabei gehabt. Naja, genau. Okay. So, was mache ich jetzt diese Folge? Ich werde ja kurz nochmal zum Haus zurückgehen. Go, go, Bus! Go, go, Bus! Ey, mit Schokobus habe ich schon gehört, aber ich denke, habe ich keine Lust drauf. Da werde ich nichts. Oh, wow. Quatsch, warte, wir gucken gleich. Haben wir noch hier was Essen-mäßiges von ihm, von Dom. So. Wir gehen mal zum Haus. Das sieht ja schon ganz gut aus. Vor allem, dass es jetzt gut, voll gut ist, dass wir jetzt hier helfen können. Weil wir können ja allen möglichen Scheiß googeln. Ja, stimmt. Was du brauchst. Stimmt. Voll gut eigentlich. Ja. Also für Schoko werde ich gleich was machen. Dieser Golem ist wieder zurück. Er ist wie auf dem Haus drauf. An derselben Stelle fast. Töte Mystery Golem. Töte ihn. Nein, ich meine, ich muss vorproduzieren ein bisschen. Da habe ich jetzt schon Interesse dran, aber ob ich am Ende bin ich One-Hit oder so. Was willst du töten? Das ist ein Eisengolem-Typ. Oh Gott, der lädt sich so komisch auf. Oh mein Gott, der macht das Haus kaputt. Ja. What? What the fuck? Ja, der zieht sich die Energie davon, um groß zu werden. Das machst du richtig nicht. Heftig. Was ist das für ein ekelhafter Typ? Alter, diese Mobs sind ja übertrieben heftig. Guck mal, der wie ist auch richtig stark. Der ist stärker als so ein Ork. Das ganze Haus kaputt, was ich letzte Folge aufgebaut Lock ihn hab. Doch weg! Lock ihn doch weg! Nicht zum Feld. Was geht denn mit ihm? Das ist das Problem, das tut nichts zur Sache. Der baut sich gerade auf, wo er irgendwie gespawnt ist und dann ist einfach alles weg. Ja, fuck. Das Einzige, was natürlich nicht weggeht, sind so erbaute Sachen wie Öfen und Kisten. Ah, und so, ja, aber sowas geht dann natürlich nicht, aber. Aber Holz und so Blöcke, die du setzt, so, das macht einfach hasta la vista. Jetzt ist der weg. Echt? Ja, einmal Haus gekrieft und abgehauen. Was soll denn das? Richtiger Arsch. Ja, ohne. Ihr müsst euch das angucken, wie das aussieht. Ey, ohne Spaß, ne? Dieses ist jetzt schon mein Hassmob. Es gibt, kann einfach keinen schlechteren Mob als diesen Mob geben. Das werde ich irgendwann wahrscheinlich irgendwo dran schneiden, weißt du so? Wenn ich einen schlimmeren Mob gefunden habe und daran gestorben bin. Oh Mann, das ist ja immer ultra scheiße. Jetzt darf ich erstmal hier die ganzen Löcher stopfen. Mann. Als ob das jetzt was Schweres wäre. Ja, aber trotzdem, ja, guck mal. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich sehe. Der absolut schlimmste Mob in Minecraft bis jetzt. Ach, Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, wenn es aufgebaut ist, hast du eh keinen Bock dagegen zu kämpfen. Das ist so ja, mies, das Monster. Er ist einfach despawned oder keine Ahnung. Er denkt ja, muss ja despawned sein. So von wegen einfach mal ärgern hier und gucken, was passiert. Ja. Echt, GG. Ich muss eigentlich lachen. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die ersten Folgen, waren die anderen eigentlich schon innerhalb der ersten Folge dabei gewesen, schon ein Haus zu haben. Wir haben erst noch eine zweite Folge gebraucht. Ja, nein, wir hatten auch in der ersten Folge schon ein Haus. Ja, weil wir waren doch alle noch in der Mine in der ersten Folge, oder? Aber ja nicht alle und die anderen zwei haben das Haus gebaut. Wir hatten ja schon in der ersten Folge das Haus. So ist das also. Ja, ja. Weißt du das, Chris? Einfach mal so das Haus gebaut. Ah, das ist, was ich gesucht habe die ganze Zeit. Mein Tagebuch. So. Okay, die Frage ist, was mache ich jetzt? This is my question. Ja, sag mal, Leute, was mache ich denn jetzt? Chris, was soll ich denn für dein Schokobrotzeug machen? Das Güsal weiter einpflanzen, beziehungsweise das Güsal ernten. Ja. Und dann anpflanzen. Genau, du kannst ja nur Güsal-Seeds anpflanzen.
Genau. Im Übrigen kannst du dir auch schon mal Level aus dem Ofen klauen. Ich habe da gerade Erze am Schmelzen. Okay. Ich muss ja gerade nur kurz eine Kiste machen mit Sachen, die ich unbedingt brauche. Das darf ich nämlich nicht vergessen. Weil ich, also nicht wundern, dass ich mir jetzt eine extra Kiste mache. Machen wir uns später ja sowieso. Aber ich habe jetzt nichts Wertvolles weggenommen, nur Sachen, die ich später brauche für eine Mod. Dass ich sie nicht verliere. So, und dann kann ich auch mein Tagebuch da reinlegen. So. Also nicht wundern. Okay. Ja, die Löcher, die mache ich dann anderes Mal zu. Okay, Felder bauen. Jetzt ist überhaupt schon was gewachsen. Was jetzt? Alter, was war das? Er hat alles kaputt gemacht. Nein. Ich wurde von irgendwo beschossen. Also, es hat sich angehört wie so ein Explosionspfeil. Ich wurde angeschossen. Gab eine riesen Explosion und ein Feuer. Schon wieder. Alter, ich bin fast tot. Nein. Oh nein. Nicht sterben. War's das schon mit Mystery? Ich hab so ein Wassereimer sind vielleicht am Ende verbrannt. Was ist das? Mehr werdet ihr in wenigen Sekunden erfahren. Nach der Werbung. Das ist ja so cool, wenn man entscheiden könnte, wann YouTube die Werbung schaltet, ne? Ja, das wäre richtig cool. Ja, rein theoretisch kannst du das sogar machen. Wie? Wusstest du das nicht, wie? Ich hab grad echt so Schiss gerade. Kann ich dir gerne nach dem Video erklären. Ja, ja, what the fuck? Ich weiß nicht, bin ich jetzt safe oder nicht? Dieses Modpack macht einen jetzt schon kaputt. Wenn ich jetzt da rausgehe, schießt mich das gleich wieder ab? Ich probier's einfach. Und jetzt einfach unsichtbar, das ist so unsichtbar. Okay, warte, ich mach jetzt mal die Güsalsieds holen. So, oh, ich hab. Ja, okay, geht eigentlich. 7 Stück. Ich hab eine neue Stimme. Okay, ich bin raus. Chris, wie kriegt man denn die Güsalsieds? Auch wildes Güsal einfach abbauen? Du musst nur Güsal abbauen. Wildes? Egal welches. Okay, weil bei Wilden habe ich... Nee, natürlich musst du das, was gewachsen ist, abbauen, nicht das, was am wachsen ist. Ja, ist so, ne? Hey, und vielleicht kriegst du ja schon Schokobo-Federn von dem Schokobo in meinem Raum. Ja, stimmt. Stimmt, guck ich gleich mal. Kannst du dir gleich einen Sattel machen. Ja, ja, und das zweite holen. Dann haben wir ein Liebespaar. Gertrude und, keine Ahnung, für den anderen haben wir noch keinen Namen. Wer sagt eigentlich, dass das erste Gertrude heißt? Das erste doch nicht, das zweite heißt Gertrude. Ach so, na denn. Dann ist ja gut, ne? Ey, ich muss mir mal eine Aufnahme angucken, ob ich da irgendwas dann sehe. Oh, da ist ein Schmetterling. Oh ja, verwandel dich in einen Schmetterling und flieg. Ich bin gerade wie so eine Katze, die nach oben so springt nach so einem Schmetterling und trifft ihn nicht. Ah, jetzt hab ich ihn. Ich verwandle mich mal kurz in den. Ja, um einfach zu gucken, wie viel Leben ich habe. Oh nee, warte, dann sterbe ich wahrscheinlich. So, Moment. Dann guckst du aus Spaß, ja, dann wird man umgebracht. So. Hühnchen ist voll schlimm, ey, du hast nur 2 Herzen. Okay, was habe ich dann als Schmetterling bitte, ein halbes? Okay, was mache ich eigentlich gerade? Ich laufe gerade so unkoordiniert rum. Plan, okay. Ich tue hier Weizen abernten. Ja, wärst du jetzt in einer anderen Welt, könntest du mit einem Schmetterling fliegen. Das ist eigentlich sau praktisch. Ja, erstmal in die Hölle gehen, ein bisschen rumfliegen, ne? So. Ich will auf jeden Fall dann auch die nächsten Folgen mal mit euch irgendwie dann mal was erkunden gehen, so. Dass wir schon mal gleich irgendwas Kleines looten, was noch nicht so schwer ist. Nur leichte Dungeon einfach looten gehen. Könnte man. Fall nice. Ich habe Golden Güsal bekommen, 1. Nice, aber wir brauchen 2. Ja, klar, aber hey, trotzdem. Das war ja schon relativ schnell, finde ich. Das ist auf jeden Fall schnell, ja. Nice. Einfach Golden Güsal schon bekommen. So. Dann mal weiteres Güsal da hinten anpflanzen. So. Da freut sich doch der Chris. Da freue ich mich sehr. Das ist quadratisch praktisch gut. Oh Mann. Rittersport. Okay, kriegst du Werbung? Also kriegst du Geld dafür oder? Nein. Okay. Das ist alles nur Schleichwerbung. Ja, so also Schleichwerbung macht man eigentlich dafür, dann, wenn man dafür Geld bekommt, ne? So. Ist zwar ein bisschen illegal. Ja, ich krieg jetzt kein Geld persönlich. Sondern irgendwo so eine Güsalkiste. Mir wird einfach dafür Geld abgezogen, dass ich sowas mache. Chris, wir haben bei neben der Farm so eine Kiste, da habe ich jetzt mal das Golden Güsal und das andere Güsal reingemacht, ja? Da ist nur Güsal drin. Das ist nice. Okay.
So, was machen wir denn noch? Haben wir Eisen? Ja, wir haben Eisen. Soll ich jetzt einfach so... Was soll ich mir Rüstung machen oder sollen wir das aufheben? Was meint ihr? Erstmal aufheben, ne? Also keine Rüstung. Ja, wenn du noch keine Rüstung hast, dann mach dir erstmal eine Rüstung. Ja, ich hab halt Brustpanisch Dingens. Hose. Ja, mach deine Rüstung erstmal komplett. Okay. Kann ich da noch nicht. Wie, du hast noch keine Rüstung und statt ich bin der Einzige. Nee. Du hast noch zwei Erz, aber. Zwei Eisen meine ich. Hat sich jemand das Eisen geholt aus der Kiste drüben? Ja, ich. Ja, okay. Ich bin der Einzige, der euch das noch in die Milzfabrik reingeschmissen hat. Ah, ne, hat sich nicht. Hier ist immer noch Eisen drin. Du hast wahrscheinlich irgendein anderes Eisen geholt. Ja, das andere ist kein richtiges Eisen, das andere ist. Doch, ich hab hier Eisenerz noch in der Kiste gehabt da. Wir haben schon Kupfer. Können wir was mit Kupfer machen überhaupt? Oh ja, wir können jede Menge mit Kupfer machen. Ja, nice. Ja, ich hab das einfach mal geschmolzen. Ich dachte mir so, ich bin jetzt einfach mal so fresh und klau mir die Level. Okay, wo hab ich denn gerade die 2? Hab ich da oben rein, ne? Hier unten rein, okay. Dann bin ich jetzt wenigstens schon mal Full Iron, das ist schon mal ganz gut. Dann fühle ich mich schon mal sicherer, wenn ich jetzt rausgehe. Jetzt kann ich da gerade craften. Warum hat bisher hat sich keiner eine Holzrüstung gemacht? Wir haben so viel Holz. Ja, stimmt. Nice, eine Goldrüstung. So, dann mache ich noch Fackeln fürs Haus. Eine Goldrüstung? Nee, eine Fackel fürs Haus. Eine Goldrüstung wäre übertrieben, die Goldverschwendung. Ja, aber mega. Ach was, sieht gut aus, ey. Hast eine Krone auf. Der König. Genau, der König auf der Welt. Okay, hier drin ist eigentlich schnell genug. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Holzfarmen gehen müssen, das heißt aber gleichzeitig auch, dass ich ein bisschen mehr Gebiet erkunden gehe. Yay. Versuch mal noch ein paar Skelette zu killen, damit wir schnell... Schokobo war das. Das war noch meine erste Aufgabe. Genau. Danach mal ein paar Skelette killen bei Nacht, damit du noch hier Knochenmehl bekommst. Ich habe sogar sieben Schokobo-Federn gefunden, bekommen. Also was, nice. Chris, was brauche ich denn alles dafür jetzt für den Sattel? Du packst, links und rechts in der Mitte einen Faden hin. Links und rechts und in der Mitte? Nee, links, rechts, in der Mitte. Ah, okay. Also dieses mittlere Feld. Ja. Und dann ganz in der Mitte ein Leder. Jo. Und dann unter dem Leder eine Chocobo-Feder. Alles klar. Okay. Und Sattel! Hey, ich tue mal auch diese Chocobo-Sachen, tue ich auch mal dazu, in die Kiste da. Ja, okay. Das ist ja... Du kannst auch noch den Sattel mit einer Chocobo-Feder zu einem besseren Sattel craften. Was? Ja, ich weiß nicht. Du kannst... Hast du noch eine Chocobo-Feder? Ja, ja. Nimm mal den Sattel und geh mal ins Crafting-Menü. Ja. Und pack den Sattel ganz oben links hinein. Okay, warte. Neben dran die Feder oder was? Hast du? Ja. Und die Chocobo-Feder rechts daneben. Passiert nichts. Was? Okay, aber bei dem Wikipedia-Eintrag war da irgendwie noch ein Sattel, der genauso aussah wie der andere Sattel. Okay. Vielleicht mit einer anderen Feder oder so. Richtig seltsam. Nee, mit der Chocobo-Feder war es schon. Vielleicht war es auch nochmal irgendwie ein normaler Sattel mit einer Chocobo-Feder. Kann man zu einem Chocobo-Sattel machen oder sowas. Kann das sein? Ja, aber was das jetzt bringt, weiß ich auch nicht. Ja, klar. Ach so, das war ein normaler Sattel. Ja, gut, okay. Ja. Das meinte ich. So, und da, ja, da ist das andere Chocobo. Das holen wir uns doch jetzt gerade. Die liegen auch nochmal 1 Million Federn rum. So. Dann können wir hier eigentlich auch das verrottete Fleisch hier wieder zu Leder verarbeiten in dem Modpack. Jo. Ne? Können wir. Oha, das Schokobo hat richtig viel Leben hier in Mainz, wo ich gerade drauf reite. Ja, die haben beide relativ viel Leben. Nicht schlecht, und da ist ein Creeper, deswegen machen wir mal ganz schnell einen Abgang hier. Also wenn wir ein drittes haben, sollten wir das schlachten, damit wir auch so viele Herzen haben. Nichts wird hier geschlachtet, erst wird züchtet. Weil du auch die Schokobo der Züchtiger. So, Schokobo. Ich werde sie erst... Kennt ihr diesen, den Trailer von Suicide Squad? Nee. Wo der Joker am Ende sagt, das ist jetzt kein Spoiler, weil ist nur ein Trailer. Der sagt, Spoiler. Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich nur verletzen. Sehr, sehr schwer verletzen. Genau. Also im Englischen klingt's cooler, aber... Das ist wie mit den Schokobos. Ich werde sie nicht töten. Ich werde sie züchtigen. Genau. Richtig hart züchtigen. Richtig ekelhaft. Ganz sanft. Weil es sind richtig viele Kühe. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Und dann ganz sanft in die Träume schicken.
Ich habe übrigens auch in dieses Silver Texture Pack die Kuh aus meinem alten Texture Pack reingemacht, neben der normalen Swex-Kuh. Fand ich irgendwie cool. Müssen wir mal drauf achten. Also es gibt dieses normale Standard-Kuh von dem Texture Pack und dann gibt es noch die aus dem anderen Texture Pack, die Kuh. So, ich habe schon verschiedene Kühe gesehen. Ja, ja klar, habe ich reingemacht. So, was auch cool, wenn ich mal diese Hexical Essenzen da bekommen würde, von diesen Blumen. Ja, ich habe ja schon Essenz gefunden, ich weiß zwar nicht was für eine, ja, aber... Hast du eine blaue Blume abgebaut? Nee, ne? Also, um dann so eine Essenz bekommen. Die habe ich in dieser Kiste gefunden unter der Mine da. Diesen Lohnkisten-Ding. Okay. Habe ich aber, glaube ich, noch im Inventar gehabt. Kann ich ja mal später in die Kiste... Da ist ein Ent. Oh, ich sollte... Mach ihn zu deinem Freund und vernichte mit ihm zusammen Sauron! Oder Saruman. Nope. Hier ist eine Ente. Ein Ent und eine Ente. Ja, ist echt so. So. Beste Freunde. Der Sound ist von mir so. Dass es kein Huhn ist. Ich wundere, ich habe gerade gesneakt, deswegen ist der Baum nicht weggegangen. Ich habe schon mal einen Tutan gesehen, aber noch nicht bei uns. Doch, bei uns habe ich auch die letzte Folge angesehen. Echt? Ja, und hier ist ein Bienennest. Ja, ich in der Folge jetzt auch in der letzten. Oh nice, was habe ich hier bekommen? Ich habe hier Honigwaben und ich habe zwei Bienen bekommen. Es gibt so einen Mod, da können wir Bienen zwischen. Davon hat man auch irgendwas. Ich weiß aber genau nicht, was das bringt. Und da ist die erste Hexical Essenzblume. Ja! Was? Auf Hexen stürzt du dich? Nee, nein. Aber nicht auf Skelette. Eine Hexical Essenzblume. Oh. Damit können wir uns diese krasse Rüstungen machen, die wir im Trailer anhatten. Weißt du noch? Sehr cool. Du hattest eine Rüstung an? Ach, guck mal, hier sind die Bäume von Stadt 2. Also nicht direkt, nicht wirklich Stadt 2, aber genau dieselben Bäume. Diese Herbstbäume-Dinger, ja, da? Ja, genau, die sind hier. Die sahen cool aus, ja, ne? Fand ich. Also ich war schon so leicht neidisch, dass wir hier nur so ein Rosenfeld hatten. Also ich hätte ja lieber, was auch cool wäre, einfach einen Wald nur bestehend aus Riesenbäumen. Einfach diese kleinen Pissbäume braucht kein Mensch. Gibt's ja aber. Guck mal, hier ist ein Pferd bei mir. Krass. Was für Pissbäume, also Entschuldigung, ich hole da nicht dran. Kleine Drecksbäume, es braucht doch keiner. Oh, hier ist Bambi und seine Mutter. Besten. Wir brauchen große Bäume. Ja, ihre Mutter, gut, ihre also, Mutter. Guck mal, hier ist Bambi und ihre Mutter. Mal so ansehen, muss ja irgendwo der Baum aufwachsen, wenn die nicht aus Dreck sind. Er schießt sie, ne? Ja, kennst du den Film nicht? Also, ja, natürlich. Bambi ist Kindheitstrauma. Spoiler, aber er schießt sie. Kindheitstrauma-Film ist das, ja. Nachdem ich diesen Film geschaut habe, ist meine Kindheit gestorben. Echt? Ja. Ich hatte ein Kindheitstrauma danach bei König der Löwen. Danach bin ich zu diesem kranken Typ geworden, der ich jetzt bin. Ah, so war das also. Ja, das ist meine Geschichte. Ja. Das war die Rückblende. Boah, hier geht's in eine richtig tiefe Höhle rein und da ist Eisen, das nehme ich doch klappern mit. Bei mir ist König der Löwen schon. Bevor er gestorben ist. In der nächsten Folge. Oh, da ist Eisen tot. In der nächsten Folge sehen Sie, wie Mystery eine Blume pflückt. Genau. Jetzt hat man ja schon diese Folge gesehen. Also so krass ist es ja dann gar nicht mehr. Ja, aber in der nächsten Blume ist es... in der nächsten Blume, genau. Vor allem in der nächsten Blume. In der nächsten Blume, nice. In der nächsten Blume ist es eine ganz andere Folge, ja. Was? Oh, so viele Ärzte, ne? Da weiß man gar nicht, was man sammeln soll und was nicht. Die brauche ich auf jeden Fall, diese Scherben hier. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wann ich dann... Ich weiß nicht, sobald wir das Haus einigermaßen haben, dass wir drin leben können, werde ich dann mit den ersten Mods anfangen, denke ich mal. Aber jetzt erstmal so diese Basics alle, dass wir die Basics alle zusammen machen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Man merkt, Chris ist so richtig AFK. Chris? Ja, ich spiele gerade Binding of Isaac. Na, okay. Ach so, einer bist du, ja? Mhm. Zocken und Ja, eben gerade habe ich YouTube-Videos nebenbei geguckt. Ach. Alles klar, so einer ist er also. Ja, mhm. Also Chris, um dich jetzt noch weiter abzulenken, ich hab's so ausgemacht mit Mystery, so als kleine... Raucht es hier? Oder kommt... Es raucht. What the fuck? Brennt's bei dir? Was ist denn jetzt los? Brennt's bei dir? Alter. Ich packe live in der Aufnahme seine Wohnung ab. Also... Meine Liebe, raucht's? Es raucht! Alter, ich bin im Paradies angekommen. Das sieht ja so nice aus hier. Oh mein Gott, das sieht richtig schön aus. Aber, what the fuck, was geht jetzt gerade bei Dom? Ich hab keine Ahnung. Am Ende kommt er so, ja, meine Wohnung ist gerade eben fast ab.
Ja, easy. Ja, aber als ob. Als ob einfach. Das wäre auf jeden Fall die krasseste Sache, die jemals in der Aufnahme passiert. Seit es Aufnahmen gibt. Ey, ich würde es kaum nicht können, ne? Also. Nee. Warte mal, hier nehmen, zack. Wir folgen, dass Dom auch nicht wiederkommt, das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Nicht wirklich, nee. Sonst heißt, sonst, ich meine, Rauchmelder gehen ja mal gerne so an, aber es hat er hat ja gesagt, es raucht, ne? Oder er hat gesagt, ja. Es raucht bei ihm, ne? Ja. Wollt ihr noch mehr spannende Abenteuer, dann schaut doch einfach bei Mystery vorbei. Was ist passiert? Ach, ich hatte meine Herdplatte an und ja. Einfach irgendwie mal locker die Herdplatte angelassen. Alter. Und irgendwie hatte ich eigentlich gedacht, dass ich den Ofen angemacht habe. Also jedenfalls Fehler am Alarm. Es riecht ein bisschen nach geschmolzenem Plastik, aber alles gut. Und nach verbrannter Katze, die drüber gelaufen ist. Nein, die Herdplatte, da stand Gott sei Dank noch eine Pfanne drauf, allerdings. Der Pfanneninhalt, der... Ich glaub, die hast du gefunden, Leute. Alles sehr cool. Nice. Und mach ich bin echt in so einer nice Hülle also hier hingekommen. Die ist so schön, die sieht aus wie so ein Paradies, so wie man sich das vorstellt. Mach so direkt mal ein paar Dia-Schwerter. Ja, klar. Ich wundere jetzt nur, dass der Einhaltarm angegangen ist. Oh, das ist halt klar, war neben dran. Ja, ich baue eine Dia-Quelle ab, ich laufe weiter und direkt nochmal eine Dia-Quelle. Geil. Ich hab hier noch vielleicht kannst du dir direkt eine Rüstung bauen. Ich hab hier ja eigentlich noch einen zweiten Rauchmelder und der ist nicht wirklich weit weg von dem ersten. Okay. Ja, es ist halt also Flur und Schlafzimmer, da sollten zwei angebracht werden, warum auch immer. So, Moment, ich hol mir noch die andere. Lustige ist, ich sehe nur noch so voll die Rauchquelle in der Nähe von meiner LED und ich denke mir so, hä? Das hier? Brennt jetzt mein Kissen etwa? Brennt jetzt meine Wohnung? Guck, erhebt das Kissen so hoch. Hä? Und auf einmal macht es so, so, oh, raucht das etwa? Vor allem, wir waren richtig geschockt. Eben gerade, raucht's hier? Es raucht! So, als ob einfach. Saugeil, Special Effekt, ey, da muss Mystery irgendwas reinhämmern, ey. So eine Granate der Aufnahme oder so. Was? Ja, so, einfach, ich hatte jetzt einfach mehrere Dia-Quellen, hab jetzt erstmal 10 Dias. Es waren zwar kleine Dia-Quellen, aber halt verteilt. Einfach jetzt mal 10 Dias bekommen. Das ist ziemlich nice. Ja, und jetzt geh ich erstmal sterben in der Lava, würde ich sagen. Ja, geh erstmal ein bisschen sterben, das konnte ich ja auch gut. Was, sterben in der Lava? Weißt du, weil ich die Nations, wo du so frustriert ja. Warst einmal in der einen Folge. Weil da hab ich richtig viel Obsidian und Diamanten und alles einfach. Ah, ja, und deine krassen Sachen und so, ne? Ja. Ja. Meine Rüstung und alles und dann falle ich einfach mal locker easy in Lava. Ich meine, so scheiße. Kein Problem. Vor allem so ein großer Rückschlag auch, ne? Ja, weil ich habe irgendwie einen kompletten Part damit verbracht, Obsidian zu farmen, zwei ja. Stacks und einfach komplett alles weg. So richtig der Effektive eigentlich und dann. Ja. Ich habe diese Erfahrungsbüschel nochmal gefunden hier. Richtig gut. Vor allen Dingen erinnerst du dich, da ist ja auch die beste Diamantspitzhacke, die wir je hatten, mit untergegangen. Ja, und was, ich frage mich bis heute noch, was mit dieser anderen Diamantspitzhacke passiert ist. Ja. Oder? Das ist die Frage. Wir haben das nie erfahren, ne? Das nee, ist haben wir wirklich nicht. Und wir haben auch nicht, ich habe mir auch ein paar Folgen so von mir angeschaut und von dir angeschaut und von Tim angeschaut. Aber keine Ahnung, wo die hin ist. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, und da ist ein Spawner und eine Kiste. Ja, in der Höhle sind ganz viele Spawner. Ja, ich habe einen Unendlichkeitsorb gefunden. Ja, was ist denn los? Was findest du denn alles? Ich weiß noch, dass der richtig gut war. Für was? Ich weiß nicht, den brauchen wir für irgendeinen Mod irgendwie unendlich. Ich muss gleich gucken, Alter. Richtig nice. Findest einfach den heftigsten Shit da unten. Ey, diese Höhle sieht generell schon so nice aus und dann ist sie auch noch so gut Ich bin fast in Lava gelaufen, ohne Spaß. Halber Block, sag ich oh dir. Oh Gott. Pass lieber besser auf. Ja, ich muss auch gleich die Folge beenden. Alter. Ich würde euch gerade voll gerne weitermachen. Das ist so eine Mega-Höhle. Kaum geht man mal kurz aus der Stadt raus, ne? Direkt so heftiges Zeug. Oh shit. Auch 22 Eisen dabei. Also an sich und Essenzohr, was für mich mega, mega wichtig ist. Für uns alle später. Okay, also es war schon eine coole Folge auf jeden Fall. War auf jeden Fall, klingt, als hätte sich das Ganze gelohnt. Ja. Also das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Und zwar in Full HD, ne, leider nur HD. Das solltet ihr euch alle anschauen.
Auf Full HD auf einem HD-Fernseher, aber bitte. Genau. Bitte 5K, danke. Genau, einfach 5K. Ja, ist jetzt so, der wurde jetzt weltweit der erste 5K-Fernseher wurde jetzt letzte Woche verkauft für was weiß ich wie viel unnötiges Geld. Ey, die übertreiben total. Das ist echt so. Vor allen Dingen, du kannst ja nicht mal irgendwas anschauen in 5K, weil es einfach nicht. Ne, ist ja noch, es gibt ja noch nichts in 5K, genau. Renderst du jetzt auch in 1000 FPS schon, ja? Ist schon so? Nee, 2000. Ah. Rendern einfach in 1000 FPS. Easy. Genau. Nee, ich sollte mir aber bald eine neue Version von meinem Renderprogramm holen. Einfach aus dem Grund, dass ich auch in 60 FPS verarbeiten kann. Ich nehme zwar in über 60 FPS auf, aber kann sie nicht zeigen auf YouTube leider. Achso, ja, das Problem hatte ich auch. Das sollte ich mal ändern. Ja, diese Höhle ist auf jeden Fall richtig krass. Also wenn wir noch irgendwie Erzmangel haben und irgendwas, ne, also hier ist einfach alles. Da gibt's ich habe so viel Kohle und Eisen auch nicht abgebaut, weil es einfach viel zu viel war und ich ein bisschen das erkunden wollte. Aber können wir gerne nochmal hingehen, das ist so cool hier. Okay. Klingt auf jeden Fall sehr fresh, die Höhle. Also ich kann auch sagen, direkt neben dem Hauptgebäude, nein, ja schon eine Höhle, die dann so rechts runter in die Mine führt, wo ich war. Ja. Die müssten wir auch uns nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Jo. Ich hab mich Wer weiß, gewundert, wie tief die uns noch führt. Wieso ich so inkompetent bin, um zu springen, aber ich kann ja gar nicht mehr sprinten, deswegen. Joop. So, okay, und es ist Nacht draußen. Ja, ich würde sagen, die Nacht, die kann mich machen. Denn schau jetzt einfach weiter in der Höhle, was soll's? Ich mache jetzt hier die Höhle zu und beende dann die Folge, so sieht's nämlich aus. Genau, und nimmst einfach die nächste Folge auf. Ich hab grad einen Werwolf gehört. Ich bin raus. Und vor allem, wenn euch das gefallen hat, dann verpasst auf jeden Fall die nächste Folge nicht und Es wird weitergehen. Ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, haut rein, habt einen schönen Tag, ciao, euer Mystery.